Hallo, Servus und grüß euch, meine Freunde. Ich bin wieder am Start und zwar beim Let's Play von Castle Story im Invasionsmodus. Meine Brick-Drones sind recht fleißig und bringen mir da meine Abwehrsteine, meine Verteidigungssteine. Und wir bauen jetzt einfach mal da weiter an der Mauer. Weil ich glaube nämlich, dass wir mit den paar Verteidigungssteinen da nicht recht viel Chance haben werden in Zukunft. Zack. Da bauen wir einen halben. Braucht man einen halben. Da braucht man einen halben. Bitte bauen. Was wir nur brauchen, ist der Aufgang. Gibt es da sowas? Das schaut mir gut an. So ungefähr, jawohl. Jawohl, einen halben Block hier. Und bauen bitte. Wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang nicht drum rumkommen, dass wir da eine Doppelmauer ziehen oder vielleicht sogar dreifache. Aber fürs Erste sollte das einmal reichen, so. So, was haben wir da jetzt dort? Okay. Zack, zack, wunderbar. Das Ganze geben wir mal in den Bau. Dann schauen wir, wie es da ausschaut in unserem Lager. Steine sind genug. Wo liegt das Problem? Vermute mal beim Metall. Eisenbahn sind ein paar da. Metall nicht. Was fehlt uns da? Zahnräder. Ja, ist ja klar, brauchen wir auch Metall. Brauchen wir auch Zahnräder. Das heißt, wir müssen Eisen abbauen. Das heißt, wir müssen uns mal wo Eisen suchen. Oder wir holen das jetzt einfach alles aus dem Berg. Werden wir wahrscheinlich auch machen müssen. Wir konnten dann einmal eine Mine anlegen. Schaut es da aus, die graben sich noch durch. Wir erweitern das Ganze dann gleich einmal. Da mit dem Zugang. Wollen wir da auch machen. Sehen wir, ist auf unserer Fläche. Da genauso. Da kommen wir dann schon wieder raus aus dem Berg. Ja, da sind wir eh heraus. Brauchen wir eigentlich gar nichts tun. Okay. Bitte weiter abbauen. Ich sehe gerade, es gibt Brick-Drones, die haben nichts zum tun. Das heißt, wir legen jetzt trotzdem ein Bergwerk an. Und mal ein wenig ein kleineres am Anfang. Wir brauchen einfach Eisen, es bleibt uns nichts anderes übrig. Mit dem Eisen steht und fällt quasi die ganze Mission. Also Eisen und Stein, sage ich mal. Da sind wir richtig. Dazu, wir legen da einfach mal ein kleineres an. So. Das Ganze können wir dann in die Tiefe gelassen. Was ja nicht wichtig ist, dass meine Brick-Drones da rausfallen. Aber es schaut so aus, als ging es da ein Stück runter. So, da sollen sie einfach immer alles rausholen, was drinnen ist, oder? Das Lager vergrößern wir gegebenenfalls, kein Problem. Und los geht's. Damit er nicht fad wird.
Genau, immer schön Eisen produzieren. Ich könnte das einer Dauerschleife setzen, das werde ich jetzt da machen. Da haben wir 5. Da haben wir auch 5. Okay. Das werden wir jetzt gleich mal erweitern. Und zwar. Wie Minuten haben wir noch? 4 Minuten. Das werden wir jetzt erweitern da. Und zwar nur mal jeweils. Ja, aber die können dann da nicht mehr vorbei, oder? Wir haben 2 Stück. Da werden wir einfach 2 Stück über die Türe machen. Und dann müssen wir uns ja überlegen, ob wir nicht gleich eine Doppelmauer ziehen. Das wird wahrscheinlich das Gescheiteste sein. Nach der nächsten Welle einfach eine Doppelmauer aussetzen. Ja, die graben da fleißig. Ich schaue nochmal sicherheitshalber, sie graben alles aus und lagen auch alles ein. Optimal. Das heißt, wir werden da nur auf Lagerfläche gehen. Also, damit kurz einen Schnappen von euch. Oder. Ah, jetzt. Oder. Bitte. Komm her, machen wir den einmal weg. Und dann. Passt. Und den auch noch. Okay. Dann können wir da. Eine Minute 30 haben wir noch. Dann bauen wir einfach unser Hochregallager noch ein bisschen aus. Jawohl, die werden fest produziert. Wo werden die eingelagert? Irgendwo werden sie sicher eingelagert. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Baut sind die zwar noch nicht. Aber das macht ja nichts. So, machen wir zu den Waffen, oder?
Ist das dann reingerannt? Doch, es ist erst dann durch die reingerannt, wie ich rausgerannt bin. Ah, interessant. Vierte Welle überstanden. Okay, sehr gut, Jungs. Zurück zu der Arbeit. Bitte aufheben. Gibt es eigentlich den Aufräumauftrag noch? Ist das der da? Yep, nicht schlecht. Okay, 3 hoch ist aber genug, glaube ich. Okay. Nachdem der nächste Angriff sicher kommt, werden wir uns zuerst einmal gescheit die Doppelmauer kümmern. Schwefel ist immer noch unsere größte Sorge. Aber die finden da schon was, die kommen da schon was raus, das passt. Doppelmauer, genau. Setzen wir es gleich dahinter, ich glaube, dass das eine gute Idee ist. Das heißt, wir werden das einmal abreißen, oder? Dann fangen wir einfach einmal an, dass wir da zweite Mauer daneben herziehen. Und zwar genauso. Sehr gut. Lassen wir das da abreißen. Bauen da auch das gleiche nur einmal. Naja, da haben sie ja schon mal was zum tun, die Kollegen. Die eigentlich ist alle vollgas beschäftigt sind, fällt mir gerade auf. Okay, das heißt, wenn ich da aufhören will. Wenn ich da schnell aufhören will, muss ich eigentlich Stufen bauen da. Zwei bauen wir einfache Stufen. Kann ich nicht. Ah, okay. Aber solche eine kann ich bauen. Ist auch interessant.
Okay, aber da können uns auf. Das kann man mal so einen Auftrag geben. Sehr gut. Das müssen wir dann da machen. Das habe ich eigentlich saublöd gemacht jetzt. Aber gut, ist so. Wie schaut es mit dem Bergwerk aus? Ja, und die Lagerfläche ist schon wieder voll. Das gibt's ja nicht. Also ich glaube, es ist mit Stein voll. Passt auf. Wir müssen da hinten einmal jetzt oder mal alles ab. Alles, was Pflanzen sind, wegnehmen. Und zwar mit einer bisschen erhöhten Priorität. Ist auch zügig geht. Zugleich bauen wir da gleich mal eine Lagerfläche drauf. Und wir könnten da eine Hochhauslagerfläche bauen. Haben wir ja gesagt, das geht sich auch noch aus. Indem wir das da drüber setzen. So. Nachdem es da schon gebaut ist, werden wir da drauf natürlich auch gleich nur Lagerflächen bauen. Ah doch, die können dann in der Mitte durchrennen. So ist es ja gedacht. So, wie schauen wir jetzt aus? Das heißt, wir nehmen nur mit zwei. Da werden wir auch noch ein paar. Machen wir einfach nochmal vier Zahnräder. So, ich hab da noch gar nicht fertig gebaut, okay. Okay, wunderbar. Die nächste Invasion steht dann schon wieder vor der Haustür. Wie wir das dann mit der zweiten Tür machen, das weiß ich noch nicht genau. Das weiß ich noch nicht genau. Einfach einen Tunnel nach dem anderen anlegen. Wir höhlen das alles aus und schauen, wie weit das wir kommen. Wir bauen nochmal vier solche.
Die werden wir noch gleich sitzen. So, eine Minute noch. Wie viel haben wir jetzt dort? Schauen wir mal. Uns fehlt da nur eine Kappe. Ja, 4. Wunderbar. Das heißt, ich rufe jetzt damit zu den Waffen. Okay, sie kommen. Jetzt ist für mich nur die Frage von wo. Ob ich da überhaupt noch rauf, wie alles geht. Komm ich rauf, da brauche ich es nicht ein bisschen länger. Kein Problem. So, von wo kommen sie? Da. Können wir mal einen Reparaturauftrag erteilen, glaube ich. Sehr gut. Zur Arbeit. Müssen da mal zwei Reparaturaufträge ersetzen, glaube ich. Wir können mal einen Neichen spawnen. Da haben wir schon 10 Stück. Und dann brauchen wir Wartungsarbeiten, nennen sie das. Ja, genau. Das Ganze nur einmal. Wartungsarbeiten. Genau. Falls was defekt wird, dass sie es auch gleich herrichten dann, wenn der Kampf vorbei ist. In dem Fall haben sie auf den Ohren eingeschlagen. Die Tür hat es ausgeholt. Der wird schon repariert. Wunderbar. Sehr gut. Ah, da brauchen wir unbedingt noch eine Stiege. So. Okay, dann sehen wir. Das passt ja eigentlich. Lass die jetzt einfach her. Alles da so zu, wie ich es zuerst auch gemacht habe. So, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal. Die Aufnahme dauert schon wieder. Mir taugt es. Ich bin gespannt, wie lange wir durchhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich wünsche euch was. Bleibt fair. Euch auf X-Lauder.